Radio SAW. Morgens beim Merkels. Garantiert politisch inkorrekt. Joachim, mit Frühstück bin ich durch. Kannst du das hier eben noch schnell in die Spülmaschine räumen? Oh. Danke. Sag mal, hast du gesehen, dass der Sonderermittler in seinem Bericht zu den geheimen Dokumenten, die US-Präsident Biden mit nach Hause genommen hat, erwähnt, dass Biden ein wohlmeinender älterer Mann mit einem schlechten Gedächtnis sei? Oh. Er hat ja in der Vergangenheit immer wieder die Namen und Nationalitäten ausländischer Staats- und Regierungschefs verwechselt. Aber jetzt hat Sleepy Joe bewiesen, dass er voll auf der Höhe ist. Ja, wie denn? Er hat nämlich den Kansas City Chiefs zum Gewinn der Biathlon-Weltmeisterschaft gratuliert. Oh, ja, ich komm ja. Du, ich muss jetzt auch los, Justus. Ja. Ach, ich mein Joachim. Und wenn Olaf Scholz anruft, dann sag ihm, ich finde, wir haben immer noch die Nase vorn vor den Amis. Auf jeden Fall in puncto Vergesslichkeit der Regierungschefs. Sorry. Doch, der Herr Habeck mal wieder. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Frau Merkel. Sag mal, Robby, was sagst du denn dazu, dass Donald Trump, sollte er US-Präsident werden, uns nicht helfen will, wenn Putin angreift? Das ist natürlich unmöglich. Wie kann man nur sowas sagen? Wobei man ja ehrlicherweise auch sagen muss, dass sich die Stimmen mehren, dass uns auch in Wahrheit überhaupt nicht mehr zu helfen ist, nicht? Frau Merkel, es ist jetzt echt nicht so. Ach, komm schon, ist ja nur Spaß. Robert. Morgens bei Merkels. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAB.